Hallo meine Fitness-Freaks, willkommen zurück auf meinem Channel. Heute wieder ein heiß ersehntes Vibrationsplatten-Workout. Bauch, Beine, Po für Beginner, Fortgeschrittene und Profis. Ihr wisst, stellt die Platte so ein, wie es braucht. High Intensity und dann ist es natürlich auch für die Fortgeschrittenen unter uns was. Wenn euch meine Videos gefallen, Daumen nach oben geben, Channel abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr mehr Vibrationsplatten-Workouts sehen möchtet. Ansonsten viel Spaß und los geht's! So ihr Lieben, wie ihr seht, ich bin bereit, ich stehe auf meiner Platte und wir beginnen natürlich erstmal mit dem lockeren Warm-up, damit Bauch, Beine und Po natürlich auch erstmal warm werden. Dafür Vibrationsplatte relativ niedrig einstellen, von der Zeit her eine Minute. Okay, wir gehen locker in die Knie, Bauch ist fest, unter Spannung und erstmal ganz leicht stehen bleiben. Und durchschütteln lassen. Bauch ist fest, Blick nach vorne. Und wir gehen langsam in die Kniebeuge, nehmen unsere Arme mit nach vorne, gehen wieder hoch. Knie nicht ganz durchdrücken, wieder tief und hoch. Bauch ist die ganze Zeit fest, unter Spannung. Und wir gehen auf die Zehenspitzen, runter und Kniebeuge. Und hoch. 10, runter, Kniebeuge, sehr gut, hoch, auf die Zehen, runter und Beine beugen, sehr schön, auf die Zehen, runter, Kniebeugen, sehr gut und 3 Sekunden halten, 3, 2, 1 und langsam hoch, sehr gut, kurz ausschütteln die Beine. Natürlich, je höher ihr die Vibration macht, desto intensiver wird natürlich auch das Warm-up. Okay, wir beginnen. Da wir direkt in der Kniebeuge standen, machen wir natürlich auch mit der Kniebeuge weiter. Eine geliebte Hassübung für die meisten Leute, aber wichtig. Okay, ich stelle die Vibrationsplatte auf Stufe 5 und eine Minute lang das Ganze. 3, 2, 1 und los geht's. Stufe 5 und wir machen die Kniebeuge. Wichtig hierbei, Bauch ist unter Spannung, Becken nach hinten schieben und Beine beugen. Als würdet ihr euch hinten auf die Toilette draufsetzen. Das sage ich immer ganz gerne, weil das dann doch jeder damit assoziiert. Beine beugen, hoch. Hoch, 2, tief, tief, hoch, hoch. Schön die Pobacken nach außen drücken, tief, tief, hoch, hoch. Sehr gut, tief, tief, hoch, hoch. Beine nicht ganz ausstrecken, hoch, hoch. 15 Sekunden noch, tief, tief, hoch, hoch. Bauch ist fest, Unterspannung, alles wackelt und tief. Tief, hoch, hoch, super, tief, tief, okay, Beine kurz ausschütteln. Okay, wir stellen uns als nächstes mittig auf die Platte, machen eine Übung, Kombinationsübung, und zwar wir gehen in die enge Kniebeuge, gehen hoch und strecken das Bein zur Seite. Das heißt, wir haben Oberschenkel, Po, Außenseite vom Po und wie ihr wisst, bei der Kniebeuge sowieso komplett im Chorbereich mit. Trainiert. Okay, ich stelle die Platte, halbe Minute, denn wir machen immer ein Bein abwechselnd 30 Sekunden. Okay, wir stellen es ein. Ich kann leider keine halbe Minute einstellen, deshalb muss ich gucken. 3, 2, 1 und wir gehen tief, tief, hoch und zur Seite und tief, tief, hoch. Seite. Das ist eine Übung, die erfordert sehr viel Koordination, aber wenn ihr feststeht in der Mitte, dann schafft ihr das. Geht mit den Beinen nur so weit nach außen, dass die Hüfte komplett gerade bleibt. Noch 5 Sekunden
hoch und noch einer, hoch, hoch, Seite, sehr gut. Wir wechseln die Seite, wieder 30 Sekunden. Und tief, tief, hoch und weg. Und tief, tief, hoch, weg. Tief, tief, hoch. Man hat meistens ein Bein, was ein bisschen besser geht als das andere. Vergesst nicht, Bauch unter Spannung zu halten. Hoch und weg. Tief, tief, hoch, weg. 5 Sekunden noch. Tief, tief, hoch. Weg und noch einer und tief, tief, hoch und weg. Sehr gut. Okay, mach die Übung als nächstes ohne die enge Kniebeuge. Das heißt, wir machen die Abduktion im Stehen. Erst ein Bein und dann das andere. Und das Ganze ruhig eine Minute pro Bein. Okay, wir stellen es ein. Eine Minute. Ich gehe mal wieder auf Stufe 5. 1, 4, 5. Und los geht's. Schön Koordination halten. Könnt gerne ruhig abtippen mit dem Fuß auf der Platte. Genau. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Vergesst nicht den Bauch fest unter Spannung zu halten. Und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Sehr gut. Hoch, hoch. Spürt schön hier im äußeren Bereich des Fuß und natürlich spürt ihr das Standbein auch. Das ist ganz normal. Die Last ist ja momentan zum größten Teil auf dem Bein. Hoch, hoch. Sehr gut. 10 Sekunden noch. Und hoch, hoch. Super. Schön festen Stand. Und hoch, hoch. Und noch einer. Hoch, hoch. Sehr gut. Kurz ausschütteln, Seite direkt wechseln. Wieder eine Minute. Ich mache wieder Stufe 5 auf meiner Platte. 5. Okay. Und los geht's. Schön fest im Bauch, Blick nach vorne. Sucht euch ruhig einen Punkt aus, auf den ihr die ganze Zeit guckt. Hoch, hoch. Tief, tief, schön kontrolliert, tief, tief, hoch, hoch. Versucht mittig auf der Platte zu stehen und hoch, hoch, tief, tief, sehr gut, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, super, hoch, hoch, tief, hoch. Hoch, tief, tief, hoch, hoch. Sehr schön. 10 Sekunden noch. Tief, tief. Schön langsam tief gehen. Und hoch, hoch, tief, tief. Sehr gut. Kurz ausschütteln die Beine. Okay, ich habe meine Platte etwas seitlich gestellt, weil ich hinten mehr Platz brauche, weil leider mein Kabel nicht lang genug ist. Und eine Verlängerungs-, eine Steckdose, Verlängerungskabel gerade nicht vorhat. Okay, immer eine Frau. Also, dann als nächstes die Ausfallschritte. Ein Fuß ist in der Mitte, der andere hinten auf der Zehenspitze. Wichtig bei der Übung ist, ihr wisst, dass ihr im perfekten Ausfallschritt seid, wenn ihr einmal tief geht und das Knie hinten auf Höhe der Hüfte ist. Wenn ihr aus der Position in den Ausfallschritt geht, seid ihr perfekt. Okay, wir machen eine Minute pro Seite auf der geringsten Stufe. Okay. 3, 2, 1. Erst ein Bein und tief, tief, hoch. Hoch, schön gerade im Bauch. Bauch ist fest, unter Spannung. Beide Beine gleichmäßig beugen. Ganz wichtig. Puh. Jetzt habe ich schon in den Spiegel geguckt, um zu gucken, wie ich aussehe. Aber guckt am besten auf einen Punkt und dann geht's super. Und tief, tief, hoch, hoch. Ich nehme gerne die Arme mit, gibt mir ein bisschen mehr Stabilität. Tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch.
So, andere Seite, Ausfallschritt. Wir stellen die Platte wieder auf. Eine Minute. Klappt immer super. Zwei, eins und los geht's. Beide Beine gleichmäßig beugen. Bauch ist fest unter Spannung. Tief, hoch, hoch. Zwei, tief, tief, hoch. Hoch, schön gerade bleiben. Hoch. Sucht euch einen Punkt aus, auf den ihr die ganze Zeit schaut. Dann geht das Ganze auch wesentlich leichter. Und tief, tief, hoch, hoch. Tief, tief, hoch, hoch. Durchhalten. Tief, tief, hoch, hoch. Eine Minute kann sehr lang sein, gerade bei der Übung. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Und drei, zwei, eins, okay, gut. Okay, ich habe die Platte für die nächste Übung nochmal gerade gestellt. Wir machen eine Übung, halbe Minute, und zwar wieder Oberschenkel und Außenseite vom Po. Hier bei der Übung ganz wichtig, ihr seid in der halben Kniebeuge und tappt immer mit einem Fuß auf den Boden ab. Halbe Minute. Drei, zwei, eins. Los geht's. Und immer abtappen. Halbe Kniebeuge. Bauch ist fest unter Spannung. Sehr gut, das ist richtig anstrengend. Immer abtappen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Okay, Seite wechseln. Okay, drei, zwei, eins und los geht's. Bauch ist unter Spannung, Blick nach vorne. Knie halb gebeugt und immer abtappen. Sehr gut. Durchhalten, das brennt. Und 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. So, wir gehen als nächstes auf den Boden. Ich habe mir die Matte dazu geholt und zwar machen wir die Donkey Kicks. Und zwar, wir gehen mit den Unterarmen auf die Platte, Knie sind 90 Grad, Bauch ist fest unter Spannung, kein Hohlkreuz bilden und wir kicken immer mit einem Bein nach oben weg. Okay, eine Minute pro Seite. Ja, klappt super. Okay, drei, zwei, eins und los geht's. Immer mit einem Bein nach oben kicken. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, sehr gut, hoch, hoch, wichtig, Bauch ist fest unter Spannung, komplett gerade und hoch, hoch, tief, tief, hoch, 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 super, hoch. Hoch, 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 den zweiten Hoch immer fest, nach oben weg und hoch, hoch, 10 Sekunden noch und hoch, 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 okay, Seite direkt wechseln, eine Minute. Und 3, 2, 1 und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Sehr gut. Hoch, hoch.
hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch, schön hoch, das Bein hoch, hoch, gerade im Bauch bleiben und hoch, 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 hoch. Drei, zwei, eins, okay. Kurz entspannen. Okay, das nächste als Ganzes ist ein bisschen intensiver. Und zwar, wir sind wieder auf der Matte, allerdings ist diesmal ein Bein gestreckt. Machen dieselbe Übung nur mit gestreckten Beinen. Okay, wieder eine Minute pro Seite. Zwei, eins und los geht's. Hoch. Hoch, tief, tief, hoch, hoch, Fuß nicht ganz absetzen beim tief gehen, hoch, 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 immer so bis 1 cm vorm Absetzen und dann wieder nach oben, hoch, hoch, spür den schön im unteren Bereich vom Po und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch. Hoch, 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 sehr gut. Und wir machen für die letzten 20 Sekunden zweimal Wippen um. Tief, tief und wippen. Und tief, tief, wippen. Tief, tief, wippen. Tief, tief, wippen. Noch einmal und wippen. Tief, tief. Gut, Seite direkt wechseln. 3, 2, 1 und hoch, hoch. Die ersten 40 Sekunden ganz normal. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch. Sehr gut. Hoch, hoch. Hoch, 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 noch 10 Sekunden normal und hoch, 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 hoch und wir beginnen mit den Wippen und wippen und tief, tief, wippen, tief, tief, wippen, tief, tief, Bauch ist fest in der Spannung weiterhin, wippen. Und wippen. Und noch einmal. Und wippen. Tief, tief. Sehr gut. Kurz entspannen. Okay, wir kommen zum Bauch. Hierbei wichtig, mit den Fersen auf der Platte sein. Schön nah ranrutschen. Wir liegen auf der Matte. Bei der ersten Übung ganz normale Crunches. Daumen an die Schläfe, Finger um den Kopf. Und Blick an die Decke. Ellbogen zeigen nach unten. Eine Minute und 3, 2, 1, los geht's. Und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief. Blick an die Decke, Ellbogen zeigen nach außen. Hoch, hoch, tief, tief. Kopf nicht ganz absetzen beim tief gehen. Und hoch, hoch, tief, tief. Hoch, tief, tief. Sehr gut. Hoch, hoch, tief, tief. Tief, hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch. Sehr gut. Hoch, hoch. Unterer Rücken ist fest. In der Matte ausatmen beim Hochkommen. Einatmen beim Tiefgehen. Und hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief, sehr gut, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Okay, als nächstes geht's weiter und zwar legen wir ein Bein über das andere. Daumen an die Schläfe, wir nehmen den diagonalen Ellbogen und ziehen uns seitlich zum Knie. Okay, eine Minute. Hallo.
3, 2, 1 und los geht's. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, schön seitlich drehen. 2 Zentimeter nach oben gerade und dann eindrehen. Und hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Hier trainieren wir insbesondere etwas mehr seitlichen und querverlaufenden Part. Aber wir trainieren natürlich immer gesamte Bauchmuskulatur. Aber ihr spürt halt wie bei solchen Übungen hier diesen Bereich etwas mehr. Und hoch, hoch, tief, tief, hoch, 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 hoch. Kopf dreht ihr immer in die Richtung mit, in die ihr euch zieht. Und hoch, hoch, tief, hoch, hoch, tief, tief. Da mein Kameraakku sich soeben verabschiedet hat, werden wir jetzt hier fortfahren, und zwar mit meinem Handy. Und zwar andere Seite. Und wieder eine Minute, seitliche querverlaufende Bauchmuskulatur. 3, 2, 1 und los geht's. Hoch, 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 hoch. Ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim Tiefgehen. Hoch, hoch, tief, tief. Hoch, hoch, tief. Tief. Sehr gut. Hoch. 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 Schön weit nach oben. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Super. Durchhalten. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Schön einkugeln nach oben. Hoch. Hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch. Okay, sehr gut. Wir bleiben in der Position, Füße etwas breiter. Wieder eine Minute, Hände übereinander und wir ziehen uns zwischen die Oberschenkel. Okay. Wieder eine Minute. 3, 2, 1, los geht's. Hoch, hoch, tief, tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, 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 sehr gut, hoch, 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 ausatmen beim Hochgehen, einatmen beim Tiefgehen, hoch, hoch. Sehr gut, hoch, 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 ausatmen, Beine hochgehen, Fersen sind fest auf der Platte, hoch, 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 hoch. Legt euch mal kurz aus zwischendurch. Okay, wir machen als nächstes eine Übung, auch wieder für querverliegende Bauchmuskulatur. Speziell, die werdet ihr dann mehr spüren, eine Minute. Und zwar, Hände sind seitlich und wir ziehen uns immer rechts und links in Richtung der Zehenspitzen. Wichtig ist, Blick ist an der Decke und Kopf ist maximal 10 cm über dem Boden. Okay, eine Minute. 3, 2, 1. Los geht's. Und schön seitlich ziehen. Kopf nicht zu weit hoch. Hals in Verlängerung, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Blick an die Decke. Wenn das zu sehr in den Nacken geht, gerne Übung auslassen. Ansonsten tolle Übung für den Bereich. Durchhalten. Wir wollen es anstrengend. Weiter. Schön zur Seite Richtung 10.
Knie an der Decke. Okay, und ausstrecken. Okay, und damit wir es auch richtig schön, ja, damit wir den Bauch richtig schön töten am Ende, machen wir natürlich noch die Plank auf der Platte. Und dann sind wir schon durch für heute. Nochmal richtig Vollgas geben, eine Minute lang. Wir werden es überleben, irgendwie. Okay, los. Und 2, 1, in Position. Bauch ist fest unter Spannung, Blick auf die Platte. Wer natürlich nur eine halbe Minute machen will, macht eine halbe Minute. Versucht so lange durchzuhalten, wie ihr es schafft. Bauch ist fest unter Spannung, Blick auf der Platte. Gebt nochmal richtig Vollgas. Ich weiß, dass das mega anstrengend ist, gerade mit der Platte. Denkt an was anderes, guckt euch irgendwas Schönes an, eure Haare, eure Fingernägel, je nachdem. Atmung nicht vergessen, alles wackelt. Spannung halten, Bauch fest anspannen. 20 Sekunden sind es bei mir noch. 15, durchhalten, alles anspannen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Sehr, sehr gut. So Leute, das war's für heute mit dem Vibrationsplatten-Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dicken Daumen nach oben nicht vergessen. Abonniert meinen Channel und schreibt mir gerne, ob ihr mehr Workout-Videos auf der Vibrationsplatte sehen möchtet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!